So, ich habe jetzt 100 Gramm Bärlauch abgewogen. Zuerst waschen wir den mal richtig durch, dass der Dreck rausgeht, die Blätter sauber werden, eventuell kleine Insekten oder was, dass es abgeht, also dass der schön sauber ist. Wer eine Salatschleuder hat, schleudert das durch. Ich nehme das jetzt und trockne das mit einem Küchentuch, lege das aufs Küchentuch und trockne das ab. Also das ist eine ganz fixe Geschichte. Lass das ein bisschen abtropfen, dann aufs Küchentuch und ein bisschen abtupfen, ein bisschen auseinanderbreiten. Also so, dass es wirklich relativ trocken wird, dass nicht so viel Wasser drin ist. So. Bevor ich den Bärlauch jetzt in die Küchenmaschine reingebe, hacke ich den nochmal grob klein. Also bloß so, dass der sich besser verarbeiten lässt. Einfach mal ein bisschen durchgehen mit dem Messer. Zack. Dass die Blätter nicht ganz so groß sind. So, das war's schon. Ich habe für die Küchenmaschine jetzt hier so ein Messer. Das setze ich ein und gebe jetzt den vorgeschnippelten Bärlauch hier rein. Die 100 Gramm, die passen da auch rein. Macht das richtig voll. Wenn der Bärlauch drin ist, macht er hier noch so ein etwas Zitronensaft dran. Also nehmt eine halbe Zitrone und drückt die aber nicht komplett aus, sondern bloß ein bisschen. Dann kommt der Deckel drauf und dann lassen wir das erstmal kurz. Dass das klein geschnippelt wird. Das ist jetzt schon ein bisschen klein gehäckselt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Salz dran. Nicht so viel, aber ein bisschen was, das gibt. Das zieht den ganzen Bärlauchgeschmack noch mal richtig hoch. So, und jetzt nehmen wir ein Stück Butter, also 250 Gramm. Ich habe das ein bisschen auf die Heizung gelegt. Guckt mal hier, das ist richtig schön weich. Das geben wir jetzt mit dem Löffel, geben wir das jetzt hier rein. Also das komplette Stück einfach komplett reintun, ein bisschen klein machen mit dem Löffel, also dass es nicht am Stück drin ist. So, die Butter ist jetzt komplett drin. Und jetzt mixen wir das richtig durch. Macht das mal halbe Kraft, dass sich das schön verknetet. Und wenn das dann ein bisschen Konsistenz hat, ein bisschen hochdrehen. Und jetzt so lange, bis das eine Masse ist, ne? Also dass sich das schön verteilt. Hier hinten hängt noch was, das mache ich jetzt mit dem Löffel nochmal. Also wenn was hochkommt oder nicht reingeht, mit dem Löffel einfach nochmal machen und dann fertig mixen. So, das ist jetzt eine richtig schöne Masse geworden. Man sieht das schön cremig. Die Butter zieht sich aber jetzt selber durch das Mixgerät wieder rein. So, können wir ausmachen, das war's schon. Zack. So, gucken wir mal rein. Ja, das sieht doch super aus. So, und die Bärlauchbutter ist jetzt auch schon fertig. Ich nehme jetzt so einen Portionierring und fülle das jetzt mit dem Löffel hier rein. Das ist von der Butterdose der Boden. Ihr könnt das auch in Frischhaltefolie einwickeln oder in irgendwelche anderen Formen geben. Ich mache das jetzt hier so. Wichtig ist, dass es halt irgendwie in der Butterglocke oder irgendwie so ist, dass es zu ist. Also wie man auch Butter aufbewahrt. So. Aber das riecht hier nach Bärlauch. Das ist Wahnsinn, Leute. Verrückt. So. Zack. Und den Rest, der jetzt noch hier drin ist, in dem Gefäß von der Küchenmaschine, den werde ich in Frischhaltefolie einpacken. So, zack. Das steht doch da wie eine Eins. Super. Jetzt muss ich bloß gucken, ob der Deckel passt. Ja, Tatsache. Schwupp. Bärlauchbutter vom Feinsten. Lasst es euch schmecken. Wenn es euch gefallen hat,
Abo hinterlassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz lieb und bis dann. Tschüssi.